Willkommen zurück auf Ruin Reserve. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die coolsten Gedankentricks und optische Täuschungen aller Zeiten. Und du solltest unbedingt ganz bis zum Ende dranbleiben, um einen Trick zu sehen, bei dem ich deinen Namen erraten werde. Ja, du hast richtig gehört, es wird richtig verrückt und du willst heute definitiv nichts verpassen. Like und abonniere jetzt sofort oder diese Spinne wird heute Nacht unter deinem Bett sein. Bevor ich deinen Namen errate, schauen wir uns erstmal dieses Pferd hier an. Kannst du erkennen, in welche Richtung dieses Pferd hier läuft? Für manche sieht es so aus, als wenn es rückwärts laufen würde, für andere wiederum so, als würde es vorwärts laufen. Für mich sieht es aber absolut so aus, als würde es rückwärts laufen. Also Leute, was seht ihr dort? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare. In welche Richtung geht dieser lilafarbene Lichtstrahl? Geht das Ganze nach oben oder nach unten? Wenn ich mich darauf fokussiere, dann sieht es für mich absolut so aus, als würde es nach unten gehen. Aber manche erkennen auch etwas ganz anderes. Also erzählt mal, was ihr dort sehen könnt, Leute. 98% können die vier Kreise auf dem Bild nicht sehen. Könnt ihr den vierten Kreis sehen? Ich gebe euch jetzt mal einen Moment Zeit und ich bin wirklich gespannt, ob ihr es schafft. Und Leute, der vierte Kreis ist beim Ausrufezeichen. Bei solchen Rätseln ist es wichtig, immer auf das Gesamtbild zu achten. Klar, wir haben auch einen I-Punkt, aber der hat nicht die gleiche Farbe. Die nächste optische Täuschung zeigt euch einen Wasserhahn, der mehrere Behälter füllt, die miteinander verbunden sind. Welcher Behälter füllt sich zuerst? Schreibt eure Lösung mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, ihr habt jetzt einen Moment Zeit. Und ja Leute, das Gefäß bei Nummer F ist am schnellsten gefüllt. Konntest du es herausfinden, lass es mich mal unbedingt wissen und ich bin gespannt, ob ihr die Lösung gefunden habt. Wie viele Stifte sind hier abgebildet? Das ist gar nicht mal so einfach, oder? Also Leute, ich bin gespannt, ob ihr die Lösung findet. Wenn ihr mal unten zählt, dann werdet ihr dort ganz schnell die Zahl 6 erraten. Aber schaut mal oben, sind es wirklich nur 6 Stifte? Diese beiden Holzschienen aus einem Kinderspielzeugset haben die gleiche Größe. Du glaubst mir nicht? Dann schau mal ganz genau hin. Wenn man sie schließlich übereinander legt, sieht man sofort, dass sie identisch groß sind. Es ist immer eine optische und auch eine krasse Täuschung, wenn man die Schienen nebeneinander legt. Egal was eine Krümmung hat, sobald man es nebeneinander legt, sieht es so aus, als wäre der untere der größere. In welche Richtung dreht sich das Gesicht? Dreht es sich im Uhrzeigersinn und dann gegen den Uhrzeigersinn und dann wieder in eine ganz andere Richtung? Ich kann keine genaue Richtung erkennen. Was denkt ihr Leute? Dreht es sich in einer Richtung oder wechselt es die Richtung? Ich bin wirklich gespannt, ob jemand von euch die Lösung finden kann. Es sieht so aus, als würde die Kugel nach oben rollen. Aber nein, das ist hier nur ein Trick, der von unserem Gehirn vorgespielt wird. In Wirklichkeit ist es ganz normal, wie die Erdanziehungskraft es erlaubt, und zwar rollt alles nach unten. Welche zwei Tiere kannst du hier erkennen? Schau mal ganz genau hin. Ich sehe dort nur einen Frosch. Wenn wir die Zeichnung um 90 Grad drehen, können wir dort ebenfalls noch ein weiteres Tier sehen, und zwar ein Pferd. Konntet ihr das auch sehen oder nur, wenn es gedreht wurde? Ich bin wirklich gespannt, wer von euch so schlau war und die Lösung finden konnte. Welche Farbe erkennst du hier? Manche Menschen sehen hier eine blaue, graue Schublade. Ich sehe wiederum eine weiße und eine pinke. Also mich würde es blendend interessieren, was ihr dort erkennen könnt. Wie gesagt, manche erkennen was anderes. In welche Richtung geht diese Frau mit dem Pferd? Zum See oder vom See aus zu uns? Es ist wirklich schwer zu sagen. Für mich sieht es so aus, als wenn sie von uns weggehen würde. Oder nein, vielleicht ist es andersrum? Wenn man diese schwarz gestreifte Fläche nimmt und langsam über das Bild drüber fährt, dann sieht es so aus, als würde der Junge laufen. Ihr glaubt mir nicht, schaut es euch einfach mal selber an und am Ende, wenn die Fläche weg ist, werdet ihr sehen, dass sich da eigentlich nichts bewegt. Hier sehen wir ein Mädchen, das im seichten Wasser steht. Oder erkennt ihr etwas ganz anderes? Und tatsächlich kann man hier auch noch eine Frau erkennen. Haltet euer Handy ein bisschen weiter weg und ihr werdet ganz schnell das Gesicht einer Frau erkennen. Und ja, wenn ihr näher dran geht, seht ihr wieder das Mädchen in diesem seichten Wasser. Wie viele Beine hat dieser Dino hier? Ich erkenne hier 1, 2, 3, 4. Einen fünften? Hä? Also, irgendwie macht das keinen Sinn. Denn sie passen einfach nicht zum Beinansatz. Ich meine, schaut es euch mal genau an. Wenn man unten schaut, erkennen wir viele Beine. Aber oben erkennen wir auch gleichzeitig, dass der Dino nur 4 Oberschenkel hat. Also Leute, was ist dort richtig?
Jetzt machen wir gemeinsam einen Sehtest. Welche Zahl kannst du in dieser rosa-violetten Fläche erkennen? Schau mal ganz genau hin und ich bin wirklich gespannt. Und die richtige Antwort lautet 316. Ich habe selbst eine Weile gebraucht, aber es ist eigentlich ganz einfach. Wenn ihr die Lösung in die Kommentare schreibt, dann achtet auch bitte darauf, dass ihr euch nicht spoilern lässt. Es geht darum, dass ihr es schafft, Leute. Die optische Täuschung funktioniert hier so, dass man auf das schwarze Kreuz in der Mitte schauen muss. Nach einer Weile scheinen die rosa Kreise grau zu werden. Wie viele Mädchen kannst du hier erkennen? Und ich bin richtig gespannt auf eure Antwort. Ja Leute, ich denke, das sind nur zwei Mädels, die einfach nur in einen Spiegel schauen und das gefühlt unendlich fach. Die nächste optische Illusion ist wieder richtig weird. Denn wenn man sich das Ganze einen Moment betrachtet, scheint es so, als würden sich die Kreise bewegen. Aber legt mal einen Finger drauf und ihr werdet richtig schnell erkennen, dass sich dort rein gar nichts bewegt. Jetzt wird es wieder mal schwer. Was kannst du hier erkennen? Einen alten Mann oder eine junge Frau? Um ehrlich zu sein, erkenne ich hier nur einen schlafenden Mann. Wie erkennt man dort eine Frau, bitteschön? Lass es mich gerne wissen. Welche Buchstaben kannst du hier sehen? Kommentiert es mal in die Kommentare und ich bin gespannt, wer die Lösung findet. Und die richtige Antwort lautet der Buchstabe F. Also, er war wirklich leicht zu erkennen. In welche Richtung geht die Katze? Geht sie nach oben oder geht sie nach unten? Das ist wirklich schwer zu erkennen. Ich glaube, sie geht nach oben, auch wenn die Stufe so einen komischen Vorsprung haben, der eigentlich sagt, dass es umgekehrt wäre. Echt seltsam. Was ist die richtige Lösung, Leute? Lasst es mich bitte wissen. Jetzt wird es wieder schwierig. In welche Richtung dreht sich das Pferd? Dreht es sich im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn? Ich glaube nicht, dass man das überhaupt herausfinden kann, denn es dreht sich im Uhrzeigersinn, dann gegen den Uhrzeigersinn und schließlich ändert das Pferd dann wieder die Richtung. Oder bin ich komplett Banane? Sagt mal Leute, was erkennt ihr dort? Kannst du erkennen, was dort im Kreis ist? Ich erkenne da leider gar nichts. Aber wie sieht's mit euch aus? Seht ihr dort etwas? Also Leute, schnallt euch jetzt an. Jetzt werde ich deinen Namen erraten. Für diesen Trick brauchst du einen Stift, Papier und einen Taschenrechner. Keine Sorge, die Matheaufgaben, die ich euch geben werde, sind so einfach. Also jeder von euch kriegt das hin. Also echt easy. Und zuerst müsst ihr jeden Buchstaben eures Namens eine Zahl zuordnen. Hier könnt ihr es natürlich auch sehen. Wenn wir zum Beispiel das Wort Ruin nehmen würden, dann gehen wir in die Tabelle auf den Buchstaben R. Sehen die Zahl 18, dann für das U, das wäre hier in diesem Fall die 21. Beim I wäre das an dieser Stelle die Zahl 9. Und zum Schluss bei dem letzten Buchstaben, das N, da wäre es die 14. Pausiert einfach das Video, schreibt eure Zahlen einmal alle auf, damit es einfacher für euch funktioniert. Und als nächstes müsst ihr die Zahlen nehmen, die ihr dem Anfangsbuchstaben eures Namens zugeordnet habt und multipliziert das Ganze mit der 2. Fügt jetzt dem Ergebnis die 3 hinzu, also einfach addieren. Ganz wichtig, immer gleich drücken, achtet darauf, die Zwischenschritte immer gleichzusetzen, also einfach das Gleichheitssymbol drücken. Und als nächstes müsst ihr die Zahl dann mit der 5 multiplizieren, also mal rechnen. Und jetzt einfach die 6 von eurer Zahl subtrahieren, also minus 6 im Taschenrechner eingeben oder im Kopf rechnen, ganz wichtig, gleich drücken. Jetzt solltet ihr eine Zahl auf dem Taschenrechner haben, die mit einer 9 endet. Ignoriert die 9 einfach und schreibt die Zahl, die links neben der 9 steht, auf ein Blatt Papier. Und jetzt möchte ich, dass ihr die gleichen Schritte für jeden Buchstaben eures Namens wiederholt. Nachdem ihr die Schritte befolgt habt, notiert einfach die Zahl neben der 9. Pausiert am besten erstmal das Video, damit es einfacher für euch ist und ihr nicht durcheinander kommt. Nachdem ihr jetzt alle Zahlen notiert habt, müsst ihr einfach nur noch den passenden Buchstaben heraussuchen und das wird dann euren Namen enthüllen. Also, sendet dieses Video gerne an eure Freunde, damit sie es auch ausprobieren können. Und ich bin gespannt, wie eure Namen lauten. Natürlich, wenn ihr alt genug seid, dann macht es gerne und schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr noch nicht alt genug seid, dann fragt vorher eure Eltern. Denn mit euren Zahlenkombinationen können wir dann erraten, wie eure Namen lauten. Ich bin richtig gehypt und bin gespannt, wie die Leute in meiner Community heißen. Und an der Stelle würde es mich freuen, wenn ihr das Video bewertet, kostenfrei abonniert. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, alles für den Slap und wir sehen uns beim nächsten Clip. Ciao Leute!